Ich hoffe, Sie haben die Workshops gut erlebt. Was ich selbst gesehen und gehört habe, waren angeregte Gespräche und Diskussionen. Das wäre unsere Idee und unser Ziel gewesen mit diesen Workshops. Und was wir jetzt machen werden, ist, dass wir aus den Workshops kurz berichten, sodass Sie aus allen Workshops die Takeaways mitkriegen. Ich werde nun die Workshop-Leiter zu mir auf die Bühne bitten und Sie dann bitten, kurz einen Rückblick zu geben, einen Einblick zu geben, was in den Workshops diskutiert wurde. Dann machen wir ein Resümee und kommen dann zum Schluss der Tagung. Ich darf zuerst Sebastian Leppi bitten, zu mir auf die Bühne zu kommen und uns zu berichten, was in Workshop 1 diskutiert wurde. Auf Deutsch oder Französisch? Kommt übel. Bon. Vielleicht probiere ich auf Deutsch. Und wie lang habe ich denn? 5 Minuten, 3 Minuten? Maximal 5. Maximal 3 bis 5 Minuten und sonst unterbreche ich dich. Also eigentlich entdecke ich das Folien hier und habe ich die nicht schon geredet. Also was wir im Workshop 1 eigentlich betrachtet, ist ja die, wie das Netz und das System und die Markt in der Zukunft aussehen sollen und was wir am NSOE eigentlich studieren. Und die Diskussion war darüber, dass die Pflicht, das NSOE mit dem TUEDP hat, hat uns die Erfahrung gebracht, dass es ist nicht so wichtig, nur um die Investitionen, um die Infrastrukturprojekte sich zu kümmern, sondern grundsätzlich über die, was wichtig für das System in der Zukunft wird. Also die, wir können in den TUNDP gemeinsam die, das Netz, die, das System und die Markt zusammen studieren. Dort ist es wirklich deutlich, dass man kann die Ergebnisse, die wir haben, das ist, es ist wirklich deutlich, dass die, das europäische System nur eine einzelne Einheit ist und wir können nicht die Schweiz daraus haben. Also das ist wirklich nur NSOE, das NSOE-System, also 34 Länder zusammen und nicht nur die 28 von den EU und die müssen ihre gemeinsamen Probleme zusammen betrachten, um gemeinsame Lösungen zu finden. Wir haben auch in den TUNDP die Möglichkeit, die Expertise von vielen Ländern, von vielen Netzbetreibern, von Stakeholders zu haben. Das ist wirklich wichtig, um wir, sodass wir eine effiziente Lösung finden, also dass wir ein besseres Verständnis von den zukünftigen Problemen haben, viel besser, wie man nur als Netzbetreiber oder als einzelner Netzbetreiber also rechnen können. Was noch? Also die, was wir zurzeit haben, ist eine Diagnose. Wir haben eine gute Prognose über was die über den Problemen und was wir noch vor uns haben, ist es, dass wir wissen, was die Investitionen auf dem Netz sein sollen, aber die Marktregeln, also wie das System eigentlich funktioniert wird, das ist noch zu erfinden. War man sich komplett einig im Workshop oder gab es auch gegenläufige Stimmen, die etwas anders gefordert haben?
Also die, es war besondere Fragen über die, wo steht die Schweiz im Rahmen des ganzen NSOE und auch was ist was ist das Business Case für die Projekte zwischen der Schweiz, zwischen der Schweiz und Europa. Aber dann war es verschieden in den Zeiten Breakout Sessions. Okay. Und die Schweiz, erfüllt sie da ihre Verpflichtungen? Also sind wir schnell genug? Sind wir adäquat schnell genug? Und also die machen Teile, also die machen mit auf jeden Fall. Das ist wirklich also nicht nur die Schweizer, aber die mit den anderen auch. Also das ist wirklich multikulturell und umso mehr effizient. Wo gibt es Probleme bei der Umsetzung dieses 10-Jahres-Plans? Probleme ist es, alle auf dem gleichen Niveau zu haben. Die Perspektiven, die Ansichten sind wirklich verschieden in Europa. Also das ist wirklich langsam. Wir haben von 2009 bis heute wirklich verschiedene Berichte veröffentlicht, weil wir langsam das Produkt verbessern haben. Also das ist langsam, aber sicher. Gut, langsam, aber sicher zum Ziel. Ganz herzlichen Dank für diese Berichterstattung, Sebastian. Vielen Dank. Danke. Im Workshop 2 ging es um Energiewende im Spannungsfeld zwischen neuen Technologien und Akzeptanz. Ich darf zu mir auf die Bitte Frau Professor Isabel Stadelmann und Herr Professor Christian Frank bitten. Frau Stadelmann, Herr Frank, was wurde bei Ihnen diskutiert? Ja, wir hatten zwei sehr spannende Workshops, durchaus sehr unterschiedliche Workshops auch. Wir haben versucht, so ein paar Schlagpunkte eigentlich hier rauszuschreiben. Ein Punkt, den wir praktisch ja, in allen Aspekten, allen Facetten gedreht und gewendet haben, ist die Tatsache der Notwendigkeit kontinuierlicher Informationen vom Anfang bis zum Ende. Sensibilisierung, das Thema muss einfach allumfassend bekannt sein. Es darf nicht irgendwelche Halbwahrheiten rumkursieren, es muss wirklich umfassend informiert werden und es müssen alle Informationen gegeben werden, auch die negativen, die bittere Pille bleibt die bittere Pille, da kann man nichts beschönigen und es muss in verständlicher Sprache geschehen, sodass das vielleicht nicht rüberkommt, wie als wenn jemand auf seinem technischen hohen Ross dort sitzt und die anderen vielleicht sogar der Lächerlichkeit preisgibt oder verharmlost oder nicht ernst nimmt, sondern wirklich auch sozusagen eine echte Information dort spielt. Und ich denke, das ist auch der zweite Punkt, den wir dann immer wieder besprochen haben. Genau, beim zweiten Punkt, eigentlich ein bisschen damit verbunden, da ging es um die Partizipation oder das Involvement, also dass wenn man Projekte hat zu erneuerbaren Energieprojekten wie Hochspannungsleitungen oder andere, dass man hier nicht denken kann, dass man das irgendwie im Vakuum organisieren kann und dann irgendwann die Leute vor Tatsachen stellt, sondern dass man viel stärker versuchen muss, die lokale Bevölkerung, die Gemeinden mit einzubeziehen. Das heißt, vielleicht, das kann gehen bis, dass man, wir haben sogar darüber gesprochen, dass die Leute vielleicht fühlen müssen, wie es ist, wenn man unter einer Hochspannungsleitung steht und wie vielleicht der Unterschied ist. Also das ist ein bisschen weit hergegriffen, aber vom Prinzip her, das Corona-Feeling irgendwie, dass man das mal merkt oder dass man das dann auch einschätzen kann nach dem Motto, es kann dann eben auch besser eingeschätzt werden. Und das, der andere wichtige Punkt, den wir hier diskutiert haben und was sich auch auf unsere Befunde stützt, ist, dass man immer in Alternativen denken sollte. Also das kann sein, wenn wir über Technologien sprechen, also ob man vielleicht eine Erdverkabelung einer hybriden Hochspannungsleitung gegenüberstellt und dort dann aber auch beide Alternativen als mögliches Outcome sozusagen diskutiert, aber es kann auch auf einer untergeordneten Ebene sein, dass man vielleicht über die Trasséführung oder schon nur über das Timing etc. diskutiert und so möglicherweise Akzeptanz schaffen kann, weil man sich dann weil vielleicht andere Probleme ein bisschen in den Hintergrund geraten. Das ist ja ein Riesenrisiko für uns, weil wir wissen ja, was die richtige Lösung ist und wenn wir jetzt da so ergebnisoffen zu diskutieren beginnen, kommt möglicherweise nicht die technisch optimale Lösung raus. Sollen wir dieses Risiko wirklich eingehen?
Das ist, das ist aber jetzt eine weit aus dem Fenster gelehnte Aussage. Sie kennen das die optimale Lösung? Also ich glaube, wenn man ehrlich ist, das Optimum kann man immer nur geben, wenn man eine gewisse Zielfunktion vorgegeben hat. Und die Zielfunktion ist für jeden anders. Und die gemeinsame optimale Lösung ist eine, die unter Einbeziehung aller Zielfunktionen ergibt. Und vielleicht ist die Diskussion über den Zielkonflikt das, was wichtig. Ich glaube, das hatten wir bei der Podiumsdiskussion vorhin auch schon. Ich meine, jeder hat eine andere Intention oder ein anderes Optimum. Und das technische Optimum ist vielleicht nicht das gesellschaftliche Optimum. Insofern zu sagen, wir wissen, was richtig ist, ist eigentlich nicht die richtige Haltung. Ich glaube, genau solche Ansätze führen dann genau auch zu Blockaden. Und vielleicht noch aus, ich sage jetzt mal, aus politischer Sicht, oder? Es ist ja vielleicht, was nützt Ihnen die beste optimale Lösung, wenn Sie sie nicht umsetzen können? Also das Second auch, Best genau. Ist vielleicht dann doch das Optimale am Schluss. Sehr spannend. Ganz herzlichen Dank, Herr Frank, Frau Stallmann. Ganz herzlichen Dank fürs Erste an Sie beide. Ich darf Sie auch bitten, hier bei mir zu bleiben, noch dann für die Schlussrunde. Und ich würde gerne Herrn Klaus und Herrn Gander zu mir bitten, um über den Workshop 3 zu berichten. Da ging es ebenfalls um das Thema Akzeptanz im weiteren Sinne, nämlich über die öffentliche Mitwirkung am Netzbauvorhaben. So ist es richtig. Herr Klaus, Sie berichten. Ich berichte genau über die beiden Workshops. Sehr gerne. Herr Gander hat entschieden, am Platz zu bleiben. Und zu ergänzen aus der zweiten Reihe. Genau. Also, wir haben diskutiert über die öffentliche Mitwirkung bei Netzbauvorhaben. Das Thema ist für uns ein alltägliches Thema. Als Bewilligungsinstanz beim BFE sind wir damit stark konfrontiert. Wir mussten den Workshop-Teilnehmern zuerst darlegen, wie die Prozesse im Gesetz vorgesehen sind, damit wir dann anschließend diskutieren konnten und allenfalls Verbesserungsvorschläge auch entgegennehmen konnten für die Zukunft. Grundsätzlich waren es sehr spannende Diskussionen. Lustigerweise war der erste Workshop eher darauf gerichtet, oder die Leute waren eher darauf gerichtet, eben wirklich das Thema zu besprechen, wie kann man das verbessern. Und beim zweiten Workshop wurde dann eher darüber diskutiert, wie kann man die Verfahren beschleunigen. Haben Sie gute Tipps gekriegt? Ja, spannende Tipps, ja. Vielleicht juristisch nicht immer umsetzbar, aber durchaus interessant. Also wir sind dann zu den folgenden Erkenntnissen gekommen. Zuerst einmal, dass man die Akzeptanz erhöhen sollte von Projekten, generell in den Bewilligungsprozessen, weil eben auch die Thematik da ist, wenn Leute konfrontiert werden mit Projekten und vorher nichts davon gehört haben, gibt es zuerst oft eine ablehnende Haltung, es ist etwas Neues, man wehrt sich dagegen und baut einen Widerstand auf und dann ist das Thema dann schon da. Und wenn man zuerst einmal die betroffenen Personen, privat wie auch Organisationen, also private Personen und Organisationen, früher einbezieht in das gesamte Verfahren, dass man Verständnis auch schafft, also erklärt, Verständnis schafft für die Leitung selber, wieso braucht es die Leitung, wieso braucht es die Änderung an der Infrastruktur. Und wenn man auch die Interessen ernst nimmt der betroffenen Personen, dann ergibt sich daraus ein Dialog und auch eine Akzeptanz in einem gewissen Umfang. Also eigentlich Akzeptanz durch Verständnis. Und das ist auch etwas, was wir in unserer Praxis, in der täglichen beim BFE auch so erleben. Also mit dem Verständnis entsteht dann auch die Möglichkeit für Diskussionen und allenfalls Lösungsprozesse. Um wie viele Jahre verkürzen wir damit den Prozess? Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil ich sage immer, Konsensfindung braucht Zeit. Heißt das, wir verlängern ihn? Ich denke nicht, nein. Also ich gehe davon aus, dass wir durch gezielten Einsatz der Mittel und durch gezieltes Aufeinanderzugehen den Prozess schon vereinfachen können. Und vor allem sollten wir dafür sorgen, dass die Prozesse so organisiert sind, dass man, wenn man zu einem Zwischenergebnis kommt, dann auch nicht mehr davon abweichen sollte, ohne Not.
Also wenn wir einen Prozessschritt abgewickelt haben, und das ist dann auch die Idee oder in der Sachplanung, dass man dann auch einmal sagt, jetzt gehen wir in diese Richtung und die ist dann so gut geklärt, dass man sagen kann mit gutem Gewissen, wir bleiben dabei. Verbindlichkeit des Prozesses. Ja. Gab es kritische Stimmen? Sie haben es erwähnt, Sie haben viele gute Tipps gekriegt. Was war vielleicht so der kritischste Punkt, was Ihnen mitgegeben wurde, der Ihnen mitgegeben wurde? Also jetzt in Bezug auf die, das Verfahren, auf das heutige. Ja. Also einerseits wurde gesagt, vor allem im ersten Teil oder im ersten Workshop, dass es schon gut wäre, eben die Leute früher abzuholen, damit sie nicht erst hinten nach im Plangenehmigungsprozess dann konfrontiert werden. Also da eher die Bitte, nehmt uns vorher mit ins Boot, damit wir Ideen eingeben können, vielleicht schon vor dem Verfahren, also das wäre dann eher an die Swissgrid adressiert gewesen, bitte nehmt uns vorher in den Prozess, Swissgrid macht das ja teilweise schon sehr gut. Das andere ist dann, gab es auch Stimmen, die gesagt haben, wenn jeder Private mit einer Einsprache ein ganzes Projekt boykottieren kann, bös gesagt, oder? Dann ist das auch nicht sehr zielführend für den gesamten Prozess. Und da sind wir halt schon auch rechtlich an die Verfahrensregelungen und die Rechtsprechung gebunden. Und da den Mittelweg zu finden, das ist dann die Aufgabe, die wir täglich haben. Genau, ganz herzlichen Dank für Ihre Berichterstattung, Herr Klaus. Sehr spannend. Auch ein Applaus für Sie. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Und dann hatten wir den vierten Workshop mit Blick in die neuen Energiewelten. Ja, Versorgungssicherheit, Netzbetrieb in der neuen Energiewelt. Andreas Ulbig hat diesen Workshop geleitet. Andreas, du berichtest uns über eure Erkenntnisse. Ja, besten Dank, Rolf. Auch bei uns war es so, dass der erste Workshop sich stark vom zweiten Workshop unterschieden hat. Beim ersten Workshop haben wir länger über das Thema dezentrale Speicher gesprochen, dass durch dezentrale Speicher neue Geschäftsmodelle entstehen können, dass gerade Verteilnetzbetreiber eben damit Themen wie Kundenbindung aktiver angehen können, als in der passiven Welt, wo der Verteilnetzbetreiber einfach die Kupferkabel ausrollt und ansonsten mit dem Endkunden ja nichts groß zu tun hat. Als Unterstützer der Umsetzung der Energiewende, wie es ja einige Netzbetreiber machen, PV-Anlagen installieren, da eben neues Potenzial hat. Das Thema Smart Grid, was ja schlussendlich der Inhalt dieses Workshops Nummer 4 war, wie können neue Technologien, Netzbetrieb und Planung unterstützen, Versorgungssicherheit erhöhen, wurde sehr kontrovers diskutiert in beiden Workshop-Elementen. Zum einen wurde angemerkt, dass die Komplexität sehr hoch ist. Chancen natürlich da sind, eben neue Geschäftsmodelle, Vereinfachung von Prozessen, weniger konventioneller Netzausbau, damit Kosteneinsparung. Auch meine These, aber eben zu Recht eben auch Risiken, IT-Risiken, IT-Komplexitäten, auch neue Kostenblöcke, Kommunikations- und Rechenkosten spielen keine Rolle, wenn man nur Kupferkabel verlegt, würden in dieser neuen Welt auf jeden Fall eine Rolle spielen, das ist klar. Und eben auch dann das Disruptionspotenzial, was diese neue Komplexität auch bietet, dass gerade kleinere Verteilnetzbetreiber in ihrer jetzigen Form verschwinden könnten, weil sie nicht in der Lage sind, das personell und vom Know-how her zu stemmen, also als Möglichkeit. Generell wurde gesagt, dass die Optimierung des Gesamtsystems im Fokus stehen sollte, dass die Liberalisierung, die jetzt eine Trennung bringt zwischen dem Netzbetreiber und dem Endkunden, sprich dann auch die Frage, wirft das hier auf, wer darf überhaupt Lasten steuern, wer darf Flexibilität, die im Netz generell da ist, Boiler, Wärmepumpen gibt es ja schon, Batterien dann zukünftig, wer darf das überhaupt steuern, dass da eben die Gefahr besteht, wenn es nicht der Netzbetreiber macht, dass es dann auch nicht zwangsläufig netzdienlich ist. Damit zusammen eben auch der Punkt Regulierung. Das wurde sehr kontrovers diskutiert. Von der derzeitige regulatorische Rahmen ist Innovationshemd, wir brauchen liberales Setting, kaum Vorgaben, hin zu Regulierung ist nie perfekt, das was wir heute haben ist eigentlich ganz gut. Schön war auch am Ende, das möchte ich dann noch erwähnen, dass ein Mitarbeiter der Elcom im zweiten Workshop saß und sich ganz am Ende geoutet hat und ich glaube dann im Anschluss noch sehr angeregt mit den Teilnehmern diskutiert hat. Also vielen Dank, ich fand das sehr, sehr schön. Ja.
Generell noch als Punkt die Verknüpfung mit der SwissGrid, und damit möchte ich abschließen. Das Thema Netzausbau ist eben nicht nur ein Thema des Übertragungsnetzbetreibers. Und es war die Meinung in der Diskussion, dass Verteilnetzoptimierung eben auch einem Übertragungsnetzbetreiber helfen kann, Netzausbau anders zu denken, vielleicht auch gewisse Projekte zu vermeiden, weil es schon lokal im Verteilnetz ausgeglichen wird. Ganz herzlichen Dank, Andreas. Ein Applaus auch für dich. Vielen Dank. Wenn ich Sie schon bei mir vorne auf der Bühne habe, möchte ich gerne Ihr Wissen nutzen für die Schlussrunde, Schlussrunde für der heutigen Tagung unsererseits hier. Und die Tagung steht unter dem Thema Stromnetz, Stromnetzinfrastruktur der Zukunft. Ich bitte Sie kurz, wir sind schon etwas über der Zeit, ganz, ganz kurz in einem, zwei Sätze vielleicht zu sagen, heute in 15 Jahren, wie sieht das Stromnetz aus, beziehungsweise was hat sich geändert gegenüber heute im Stromnetz? Andreas, ich beginne bei dir. Okay, wir werden weiterhin Kupfer- und Aluminiumkabel brauchen. Das wird immer noch 95% der Hardware sein, aber ich denke, wir werden deutlich mehr Messwerte haben als heute und sie auch besser nutzen, um effizienter zu sein. Herr Klaus, Ihre Vision? Wir werden voraussichtlich immer noch Freileitungen haben und Kabelleitungen, wahrscheinlich mehr Kabelleitungen, und ich bin gespannt auf die weiteren Prozesse. Ganz herzlichen Dank, Herr Klaus. Sebastian? Bei erneuerbaren Energien, also mehr Schwankungen in den Flüssen auf dem Netz, häufiger Schwankungen, breitere Schwankungen und ja. Also mehr Ausfälle? Ausfälle, nee, weil wir das Netz gut betrieben werden. Herzlichen Dank. Frau Stallmann? Ich kann gar nichts zu Technik sagen. Ich sage etwas zur Gesellschaft. Ich sage, wir werden immer noch in diese Diskussion stecken, einen Kompromiss zu finden zwischen vielleicht dem technischen Optimum und dem gesellschaftlich Akzeptablen. Herzlichen Dank, Frau Stallmann. Herr Frank, Sie haben neue Technologien entwickelt bis dann, oder? Genau, das wäre jetzt mein Stichwort. Normalerweise ist unsere Standardphrase, das ist etwas für die Zukunft, das muss nicht unbedingt den direkten Anwendungsnutzen haben. Meine persönliche Hoffnung ist, dass bis ich pensioniert bin, das sind vielleicht nicht 15 Jahre, aber ein bisschen dahinter, die eine oder andere der Technologien, an denen wir forschen, auch tatsächlich wirklich eingesetzt wird. Die Prozesse sind sehr, sehr langsam, sie wird nicht die Welt dominieren. Was hat die größte Chance? Was denken Sie, was wird realisiert werden von dem, was Sie jetzt tun? Die hybride Freileitung wird geplant, das sogenannte Ultranet, wo wir auch mit Amprion und Transnet BW zusammenarbeiten, soll 2021 in Betrieb gehen. Das wäre eine reale Chance. Die SF6-freien Isolierstoffe wären meine zweite Hoffnung. Herr Frank, Frau Stallmann, Sebastian, Herr Klaus, Andreas, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für Ihren Beitrag.